So, moin moin, hallo und herzlich willkommen zum Vietnam-Rennen in Liga 2. Xbox Liga 2 natürlich, ja, nicht vergessen. Okay. Ja, wie immer 18 Minuten Qualifying, 50% drin. Wir haben zwei Ersatzfahrer heute am Start. Einmal Robin Hood im Williams, der den Reapers ersetzt. Und den guten Wurm, bei dem ich jetzt nicht weiß, wie das Auto fährt. Aber das sehen wir gleich. Also passt das. Ja, während jetzt noch die letzten laden, schon mal das Ergebnis aus dem letzten Rennen, und zwar Bahrain. Der Übel hat das gewonnen vor P2 und 8. Das waren die Top 3. War ein interessantes Rennen. Kann ich nur empfehlen. Ja, also sobald es hier vorbei ist, schaut euch das letzte Rennen an. Oh, okay. Bewölkt im Quali. Das könnte vielleicht Regen sein. Das wär schön. Wurm im Racing Point heute. Er setzt da den King Kev. Genau. So, alle warten noch in der Box. Keiner will, keiner hat Lust. Und ich bekomme gerade mit, das komplette Rennen findet im Regen statt. Ja, das ist doch schön. Also Quali ist noch trocken und dann ist es ein komplettes Regenrennen. Das heißt, es wird auch keiner versuchen, mit Mediums hier sich zu qualifizieren, weil man wahrscheinlich eher auf Fullwets oder Inter starten muss. Das heißt, hier wird jeder Gas geben, auf seinen Soften und das Bestmöglichste rausholen. Wir haben. Ist das. Ja, Ryder ist der Erste auf der Strecke. Der Erste, der sich traut. Da gehen wir direkt mal mit. Schauen. Ups. Schauen uns die Runde in Vietnam an. Ist alles sehr eng. Jeder Fehler wird quasi einmal mit der Wand bestraft. Hier direkt tückische Stelle, leicht zum Abkürzen. Man muss mehr oder weniger über den Curve, wenn man schnell sein will. Allerdings, ja, jetzt könnte im Regen dann alles ganz anders aussehen. Und jetzt ist Yokage der Erste. Der ist auf Mediums. Das fängt jetzt schon an zu regnen. Da, okay. Da, okay. Okay, wir haben offenbar schon Regen im Quali. Ja, das ist natürlich. Ja. Okay. Dann verstehe ich zwar nicht, warum der Mercedes auf Mediums draußen ist, aber der macht das schon, der hat bestimmt Ahnung. Sind noch viele in der Box. Dafür, dass es jetzt schon leicht runterkommt. Aber da wird Yokage bestimmt gleich Verkehr auf seiner Hotlap haben. Ah, schauen wir mal. Hier einen vernünftigen Ausgang. Letzte Kurve. Ja, nicht optimal, aber reicht erstmal. Und jetzt gehen wir mit einer Hotlap in Vietnam. Unter schon leicht. Ja, okay, der erste Lockup. Unter schon leicht. Nun, regnerischen Best Bedingungen, nicht Bestimmungen. Man sieht es auch schon. Da wird schon gut gekämpft mit dem Auto. Gerade jetzt auf dem Medium. Der ist nochmal etwas schwerer auf Temperatur zu bringen. Das ist interessant. Ist auch der einzige auf Medium. Also.
Entweder macht's er richtig und alle anderen falsch, oder er ist derjenige, der falsch macht. Ich glaube eher das Zweite. Aber wir schauen weiter. Bisher, doch, Kurve 2 kurz Verkehr gehabt, aber da stand er eh quer, das hat nicht, dürfte ich halt zu viel ausgemacht haben. Jetzt hart anbremsen, Spitzkehre, ohne stehendes Rad, ah, da hat er den Kürkuriert, das schlecht. Das kostet Zeit. So, nochmal hart runterbremsen. Ich kann jetzt natürlich nicht unbedingt nachfühlen, wie die Strecke sich anfühlt, aber von dem, was ich sehe, ich sehe nicht mehr hundertprozentig Druck. Und das war der Cut. Das war der Cut. So, dann ist Ryder, der da kommt. Okage fährt die Runde trotzdem zu Ende. Na gut. So, Ryder, der Erste mit einer Zeit. 1,37,6. Wer... jetzt sind die alle nacheinander rausgefahren. Wer könnte da als Nächstes kommen? Ist das der Sachse? Ja. Der Sachse. 1,36,4. Deutlich schneller als mein Teamkollege. Project hat sich mit fast der identischen Zeit hinter Ryder gesetzt. Der Nächste ist hoffentlich Atomübel. Jawohl. Okay, da hat er, glaube ich, leicht die Wand berührt. Übel haut sich auf die 2, 36,6. Der ist nicht der Nächste. Der Nächste ist Kagandalf über die Linie. 37,5, damit auf 3. So, dann haben wir das Phil. Ne. Ne, es ist nicht Phil. Wolfkopper ist der Nächste, der über die Linie kommt. Der hat einen Racing Point direkt am Heck kleben. Und Fluppy. Der, und ich glaube, Fluppy ist aktuell ein bisschen schneller als Wolfkopper. Wolfkopper auf 3, ja, Fluppy auf 1,35,6. Der war tatsächlich schneller. Twitchy haut sich auf die 8, 1,37,8. Das ist passend. Petal Racing springt auf die 3, ebenfalls mit einer 36,6. Und jetzt kommt Jokage. Fährt er nochmal eine Runde? Nee. So, 8 auf die 2, 36,0. Wir haben Phil, der auf die 8 geht. Wir haben P2 über Startziel auf die 3 hinter seinem Teamkollegen. 35,9. Und Totti, der da direkt angeklopft hat bei Fluppy. Aber er hat nicht gereicht. Es hat nicht gereicht. Fieks im lila Mittelsektor. Bestimmt, weiß ich noch nicht, aber vorstellen kann ich es mir. Durch die Esses. Ja, und auch er merkt den Regen. Wolfkopper hat sich nochmal um eine Position. Ne, stimmt gar nicht. Kagandalf hat sich nochmal um eine Position verbessert. So, jetzt aber Fieks. Letzte Kurve. Flügel geht auf. Und Fünfter. 36,3. Also die Abstände sind groß. Wolfkopper. Flügel auf. Keine zeitliche Verbesserung, sprich auch keine Positionsverbesserung. Richie konnte sich verbessern, 37,5. Da hinten kommt ein... Ne, der geht in die Box. Wie sieht's mit Phil aus? Geht auch in die Box. Ist das Ryder? Geht auch in die Box. Okay. Wir haben P2 gecuttet. Geht er auch in die Box? Jawoll. Ja. Wolfkopper ist der Falsche, da will ich nicht hin. Gandalf wird jetzt auch in die Box gehen. Und dann glaube ich schon, also... Ich weiß nicht, ob man jetzt nochmal rausfahren kann, um sich zu verbessern. Das ist schon
Ja, Gandalf-Box. Fieks. Wird safe in die Box gehen. Pluto fragt, wie es oben in der Kommentatorenkabine ist, wo es trocken ist. Ist angenehm. Ich kann es nur empfehlen. Also für jeden, der mal kommentieren will, hier oben ist trocken. Ja, da kann draußen Wetter sein, wie es will, ist egal. Der Williams von Robin beginnt jetzt seine Schnelle. Haben wir aktuell noch so schnell? Nee. Switchy wahrscheinlich eher nicht. Wurm ist noch in Sektor 1 und kämpft mit dem Auto. Jetzt haben wir Fahrer, die wir dann nach und nach auf ihre Hotlap gehen. Ja, der Körper nicht gut. Kato, der jetzt auch seine... Noch 5 Fahrer ohne Zeit. Ich bin gespannt, was die noch ausrichten können. Also aktuell ist... Sehe ich aktuell keinen, der da an Fluppy groß ranfahren kann. Vettel Racing macht Platz, das war gut, das war fair. Und dann bleiben wir einfach mal bei Wurm drauf für die restliche Runde, ne? Schauen, ob der was ausrichten kann. Ich glaube, wenn ich mich sogar recht erinnere, das erste... Oh, da hat er jemand geknutscht. Wenn ich mich recht erinnere, das erste Rennen von Wurm jetzt, also Debüt, direkt in Vietnam, direkt im Regen. Ein Traum, besser geht's nicht. Und, oh, untersteuern. Wie viel untersteuern? P15 1,46 weit abgeschlagen. Ja, ich weiß nicht, ob das noch möglich ist, seine Zeit zu verbessern, aber wenn, dann jetzt. Wir haben Robin, der springt auf 13 mit einer 37,3. Oh, jetzt lokal gesprungen auf 12. Also, Mühe an Zeit ist wohl noch zu finden für einige. Sehr interessant. Ricardo vor Wurm, 38,8. Das ist der falsche Renault. Das ist der richtige Atomübel. Zehntel langsamer ist seine schnellste bisher. Wir haben einen McLaren von... Okay, Totti macht Platz. War das Pitu? Jetzt auf seine Schnelle geht. Wir haben... Weider geht auf seine Schnelle. Wir haben... Fieks, der auf seine Schnelle gegangen ist. Wir haben die beiden... AlphaTauri direkt hintereinander. Beginnen jetzt auch beide gleichzeitig ihre schnelle Runde. Okay. Okay, Wurm geht in die Box. Wir haben einen Ferrari. 8 hat sich in den Esses zerlegt. Das ist ärgerlich. Ja. Wahrscheinlich ein bisschen zu viel gewollt. Vielleicht sogar auf den Curb gekommen. Das ist gut möglich. Ja, und dann, wenn du da das Auto verlierst, verlierst du das Auto und dann keine Chance. Keine Chance. So. Totti geht auf eine Schnelle, so wie das ausschaut. Ricardo. Minimale zeitliche Verbesserung, aber das reicht bei weitem noch nicht für einen Sprung nach vorne. Wir haben jetzt in den Esses Ryder. Der ist 3,6 Sekunden langsamer, als er fährt in die Box, war. Der, ja. In die Box. Wir haben Fieks. Kann Fieks... Nee, kann er nicht. Ja, da brauche ich nicht mal aussprechen. So, jetzt... die beiden
AlphaTauri. Gehen auch zusammen in die Oh Gott, da gab's Kontakt. Okay. Ja. 5 Plätze Gridstrafe für Gandalf. Obwohl Wolf Kuppe ihm draufgefahren. Egal. Lassen wir das mal so stehen. Die beiden AlphaTauris haben sich offenbar ganz doll lieb. Und schubsen sich gegenseitig in die Box. Ja, naja, jedem das eine. Niki Lauda beginnt jetzt erst. Ricardo ist langsamer, hat auch absolut kein ERS mehr. Wir haben Totti. Ne, Totti haben wir auch nicht. Wen haben wir denn? Wir haben Niki Lauda. In Sektor 1. Wir haben Vettel Racing, der jetzt auf Inters draußen ist. Es wird zwar keine zeitliche Verbesserung mehr für den Ferrari geben, aber vielleicht schon mal einfahren für das Rennen. Wer weiß. Irgendeinen Grund und einen Sinn muss es ja haben. Ja, und dadurch, dass es regnet, relativ ruhig auf der Strecke. Weil, also, sind wir mal ehrlich, Niki Lauda, die hinteren, da ist vielleicht noch ein bisschen Zeit drin. Aber was da vorne angeht, da wird sich, denke ich mal, nichts mehr tun. Ja, der hat da seine Zeit gesetzt, damit muss er jetzt leben. Also bisher gutes Ergebnis für die McLaren-Jungs. Project, schnelle Runde. Also, beginnt er jetzt. So, Niki Lauda. Was wird das? Der hat einen Ferrari vor sich. Ist das der von Vettel Racing auf Inters? Ja, noch früh genug den Red Bull gesehen. Weil es keine allzu große Behinderung. Und der Niki Lauda, ja. 18:39,6. Da sieht man, dass da nicht mehr allzu viel geht. Im Grunde genommen gar nichts mehr. Project, na, schon eine halbe Sekunde langsamer. Das macht Niki Lauda. Der fährt komplett ohne ERS, also das scheint echt nur Warmschießen für das Rennen zu sein. Atomübel. Auch ohne ERS. Ja, das wird hier nichts mehr. Also das Grid steht. Fluppy auf Pole, dahinter Totti und P2. 8 auf der 4, Fix auf 5, Sachse 6, Vettel Racing auf der 7, Atomübel, der Renault, auf dem wir gerade drauf sind, auf 8, Raider 9 und Fix hat in der Box, stand in der Box und ich schon aus dem Auto gestiegen. Wo war ich denn geblieben? Raider auf 9 und Gandalf auf 10, damit die Top 10. Und dann haben wir dahinter im Schnelldurchlauf Phil, Yokage, Project, Wolf Cooper, Robin Hood, Twitchy, Ricardo, Niki Lauda und Wurm. Und sollte sich jetzt doch noch was an der Position ändern, dann werde ich einen Besen fressen. Weil dann muss das schon, also, was Magisches sein. Ja, Atomübel bricht noch schnell ab. So, welches Auto haben wir denn noch? Vettel Racing auf Inters. Der schießt sich schon ein. Guten Abend, Marcy. Willkommen. Schau dir das Spektakel mit uns gemeinsam an. Haben wir hinten noch Niki Lauda? Ne, haben wir nicht. Ne, haben wir nicht. Robin hat wohl noch nicht genug. Und will noch ein bisschen seine weichen Reifen massakrieren. Ich meine, Zeit hat er ja noch. Obwohl, ja. Gut, Quali vorbei. Alle, die noch auf einer Runde sind, können diese beenden. Namentlich Robin, Vettel Racing und Sexy Sachse.
zwei X in den Namen. Das ist auch gewöhnungsbedürftig. Oh, Robin. Oh, gut abgefangen. So, Sachse. 2,8 Sekunden langsamer. Kann er sich noch nach vorne schieben? Flüge geht auf. Ah. Keine Verbesserung. Wer hätte es gedacht? Und dann schauen wir uns doch mal diesen wunderschönen Ferrari an, wie er. Ja, Ferrari typisch langsam über die Strecke fährt. Wird das nochmal verbessern? Macht es Sinn, jetzt hier künstlich Spannung reinzubringen? 11 Sekunden langsamer. Ah, das. Das macht keinen Sinn, glaube ich. Durch die Esse. Oh. Ja, und Flüge schon. Hoffentlich macht er das nicht gleich im Rennen. Sonst haben wir dann auf 7 einen, der einen Flügelschaden hat. Das braucht auch keiner. Geht auch in die Box. Robin. Der hat abgekürzt. Das ist ärgerlich. Der hätte sich bestimmt nochmal verbessern können. Mit Sicherheit. So, aber jetzt mal abgesehen davon. McLaren auf 2 und 3. Damit das beste Team im Quali. Und beide gute Chancen auf Podium, eventuell sogar auf Sieg. Sinnlos die Strecke im Regen, steht im Chat. Das kommt drauf an. Wenn man damit klarkommt, ist das nicht so sinnlos, wie man denkt. Aber gut, alle sind über der Linie. Jetzt läuft die Uhr einfach noch eine Minute. Nee, läuft sie nicht. Ja. Deswegen sollte man nicht immer so viel reden. Aber gut, damit steht's fest. Fluppi, Totti, Pitu, die ersten drei. Wie, ach stimmt, wir haben die beiden AlphaTauri noch mit einer Quidstrafe. Das heißt, Gandalf wird von 15 starten und Wolfkopper kann sich mit dem letzten Platz vertraut machen. Jetzt nicht das Beste für AlphaTauri, wenn man mich fragt. Aber gut. Also, ich bin tatsächlich sogar der Meinung, dass das Rennen anders, dass das Podium genauso aussieht wie jetzt. Ich glaube, dass Fluppi das Rennen gewinnen wird, Totti Zweiter und Pitu Dritter. Das ist mein Tipp. Jetzt brauche ich euren Tipp. Vettel Racing noch nie im Regen gefahren. Ich glaube, du bist nicht der Einzige auf dieser Strecke. Da bist du bei Weitem. Ich glaube, das hat jetzt viele überrascht, dass es in Vietnam regnet. Beziehungsweise es hat einfach absolut keine trainiert oder geübt. Oh, jau. Ist das Starkregen? Ich sehe halt jetzt leider echt nicht, ob das hier auf Inters oder auf Fullwets gefahren wird, zumindest am Start. Letzte Saison P3 geworden. Da hat es am Ende auch geregnet. Das Problem ist, du hast auf Twitch einen anderen Namen wie auf der Xbox. Also habe ich gerade keine Ahnung, wer du bist. Aber Phil sagt Inters komplett. Okay, also gehen wir mal davon aus, dass, wenn man hier ohne Flügelschaden durchkommt, ein Stopp wird. Ach, Totti. Totti ist der Teppich. Das macht Sinn, deswegen wolltest du auch damit zum Staubsauger verkaufen. Aber aber da hat es auch nicht geregnet letzte Saison. Da bin ich mir ziemlich sicher. Da habe ich nämlich ganz souverän das Rennen gewonnen. Ja. Nur so nebenbei. Aber da ist nicht geregnet. Da war komplett trocken. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit zu überbrücken. 6 Minuten, um genau zu sein. Schauen wir mal. Wer, ja, Pfütze kommentiert hier. Hallo, moin. Ich bin's. Ja. Schön, dass du meinen Namen richtig geschrieben hast. Das schaffen weniger. Phil.
so, die macht dann den Zuschauer. Nee, nee, ich hab dich auf dem Podium getippt, du fährst da zu Ende. Ich will dich danach im Interview sehen. Ja, ich habe zwar noch keine Fragen für dich, aber ich hoffe, du baust einfach keine Scheiße im Rennen und dann, ne? Ein Vettel Racing. Nee, 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 nee. Ihr könnt nicht einfach alle da nicht Zuschauer machen. Ihr fahrt alle schön das Rennen zu Ende. Können uns nicht erlauben hier, dass einige DNF gehen. Das sieht nicht gut aus. Ja, nicht im Regen, Totti. Was heißt hier nicht im Regen? Ich habe gehört, McLaren ist ein Regenauto. Ja. Einfach Gas geben und dann wird das schon. Hoffentlich in Kurve 1 keinen mitnehmen. Aber da steht eh nur einer vor dir, also. Ne? Ja, Pitu. Nee, macht das doch einfach mal beide. Ja, ihr fahrt jetzt beide einfach. Also ich bin ja komplett unparteiisch, ne? Ist ja klar, ich kommentiere ja bloß. Mir ist ja. Ja, ich will ein schönes Rennen sehen, aber ich habe euch beide jetzt auf dem Podium getippt, also strengt euch an. Ja. Einfach mal keine verrückten Strategien versuchen. Sondern einfach mal das fahren, was Sinn macht, und dann wird das. Kann ja wohl echt nicht so schwer sein. Vettel, wie war das mit Bottas in der Türkei? Das ist ein guter Punkt. Das ist ein echt guter Punkt. Aber hier hast du von. Nee, hier hast du auch keinen vernünftigen Asphalt. Okay. Okay, also Vettel Racing darf DNF gehen. Der hat einen guten Punkt gebracht. Da kann man nichts gegen sagen. Ja. Nein, auch du fährst zu Ende. Heute ist Flupis Tag. Zum 10. Mal mein Tipp, aber heute macht er es. Ja, alle guten Dinge sind 10, ne? So war doch das Sprichwort. Habe ich auch gehört. Ja, also. Der Flupi macht das. Wir werden dann einen schönen Kampf um P1 sehen. Oder allgemein schöne Kämpfe. Überall im Feld. Auch wenn ich nur eine Kamera zur Verfügung habe, ich werde versuchen, so viel wie möglich einzufangen. Und dann wird das schon. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass in Vietnam im Regen ein Safety Car kommt, um Gottes Willen. Das wird alles clean werden. Wir werden hier keine Flügelschäden sehen. Gar nichts. So, jetzt sind es noch 2 Minuten. 2 Minuten bis zum Start. Dann geht es in die obligatorische Einführungsrunde. Und dann gehen die 5 Lichter aus. Und dann hoffen wir mal, dass alle durchkommen. Interessanterweise ist der Regen komplett still. Ich habe gar keinen Sound. Ja, vietnamesischer Regen. Die sind clever, die Jungs da unten. Nee, okay, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Ich lasse das lieber sein. DHL wird sich freuen. Schon seit mehreren Minuten starren wir einfach auf die Werbung. So, noch eine Minute. Eine Minute. Für den einen oder anderen wird sich das anfühlen wie eine halbe Stunde, weil er da unten steht. Wahrscheinlich sind einige nervös. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal im Regen gestartet worden ist. Da könnten wir vielleicht ein paar Ausrutscher sogar sehen. Noch bevor es in Kurve 1 geht. Hoffentlich nicht, aber man weiß ja nie. Aber ich habe Vertrauen. Das ist ein komplett vernünftiges Fahrerfeld. Jeder weiß, was er macht. Ich denke, das wird ein ganz sauberes Rennen. So, und jetzt sind es noch 25 Sekunden. Die Uhr tickt. Ich hoffe, die Fahrer sind alle bereit. Ich hoffe, die Strategie steht, auch wenn die selbsterklärend eigentlich ist, wenn es komplett durchregnet, aber vielleicht probiert ja einer was aus von hinten.
Man weiß ja nie. Und Einführungsrunde. Und los. Und ja, wir haben alle auf Enters. Keiner, der was probieren will. Schade. Bin ich. Weißt du, nee, vielleicht hat es das Spiel auch nicht zugelassen. Aber von hinten in Wolfkopper auf Wets. Das hätte doch mal was. Ja, jetzt heißt es, ne, Einführungsrunde. Sich mit den Streckenbedingungen vertraut machen. Schauen, wo so ein bisschen das Limit ist. Wie viel. Wo kann ich. Wie viel rausbeschleunigen? Wo ist der Grip? Da ist jetzt viel Gefühl gefragt. Da ist jetzt in einigen Kurven nicht einfach. Ja, Gas geben wird schon. Das fällt jetzt aus. Wir haben relativ große Lücken im Feld. Ich hoffe, das ändert sich noch in Sektor 3. Da hinten los. Wurm und Wolfkopper. Sieht so aus, als würden die schon fast ein Rennen gegeneinander fahren. Aber gut. Ich hoffe, das ist nicht der Fall. Lupi ist schon in den Esses. So, Wolf, ja. Wolfkoppe und Wurm haben sich jetzt endgültig berührt. Das heißt, die beiden wurden in die Startaufstellung zurückversetzt und warten auf den Rest des Feldes. Wir haben Niki Lauda ganz weit abgeschlagen. Ich weiß nicht, ob der sich gedreht hat. Ah, King Kev, heute knallt es richtig. Ja, hoffen wir nicht, ne? Es sieht zwar immer spektakulär aus, aber es ist natürlich schade, wenn hier einige Fahrer eine Woche lang trainieren auf die Strecke und man dann unverschuldet irgendwie in den Unfall reinkommt. Also hoffen wir einfach mal nicht, dass es knallt. Wenn da einer meint, alleine in die Wand zu fahren, ohne da einen mitzunehmen, dann soll er das machen. Aber ansonsten, oh, da hinten ist der Red Bull. Der Red Bull wird sich einreihen. Denke, wissen Leuten gönnt man es. Wir nennen jetzt aber keine Namen. Ja? So. Lichter sind an, Lichter sind aus. Und da bleibt McLaren stehen. Totti ist einfach stehen geblieben. Okay. Ja, Floopy. Perfekter Start. Kann Position halten. Pito kann Position halten. Wir schauen weiter hinten. Da Kurve 2, da gehen viele schon Seite an Seite. Da wird ein McLaren. Oh, Totti. Totti fällt zurück wie ein Stein im Wasser. Passend sogar ein bisschen. Wir haben, der Mercedes geht am Renault von der Turmübel vorbei. Achso, das ist die Tabelle, die ein bisschen spinnt. Wir haben Fiex schon mittlerweile auf 3. Wir haben Sachse auf 4. Okay. Da hinten wird sich noch fleißig überholt. Robin Hood gegen Atomübel. Pluto-Kreis Vietnam-Flashbacks. Ja, jedes Mal. Und ja, jeder hat seine Position schon gewechselt, getauscht, bis auf Floopy. Floopy, der auch jetzt schon sich fast eine Sekunde rausfahren konnte. Natürlich, DRS-Fenster ist heute komplett irrelevant, weil es einfach kein DRS geben wird. So. Wir haben schon teilweise ein paar echt große Lücken.
Fell. Etwas aus dem See. Und wir haben. Okay, wir haben VSC. Wir haben VSC. Alles entspannt. Kein Safety Car. Wir haben. Oh. Vettel Racing Underbox. Ja, gehen wir mal von dem Flügelschaden aus, genauso wie bei Atomübel. Gehen wir auch mal davon aus. Ja, oh Gott, wer ist jetzt noch in der Box? Wurm in der Box. Wolfkörper auch in der Box. Auch wahrscheinlich. Alles Flügelschäden. Wir haben Sachse mit einer Drive-Thru. Zu schnell unterm VSC gewesen. Und das war es, dass VSC aufgehört hat. Das ist ärgerlich. Das wird ihn dann auch erstmal nach hinten spielen, sobald er die Strafe antritt. Ja, also alle immer noch auf Intos. Logischerweise. Und dann schauen wir mal weiter. Wir haben Fieks ganz nah. Ist nicht nur ganz nah, der ist daneben. Auf der Außenseite kann sich Pito da verteidigen. Oh, da bleibt das Rad komplett stehen. Irgendwie ein Switchback zu sehen? Nee, nicht mal ansatzweise. Aber der Haas jagt den McLaren. Mit den SS wird er jetzt wenig ausrichten können. Einfach dahinter bleiben und geduldig sein. Einfach jetzt geduldig sein. Pito, hier und da kleinere Fehler. Also, so wie es aussieht, kann Fieks schneller. Kommt halt nur nicht vorbei. Das kommt in Vietnam schon mal vor. Flug mit der schnellsten Rennrunde. Schon fast 2 Sekunden weg da vorne. Ganz souverän. Ja, King Kev. Ja. Clips müssen gemacht werden. Dafür steht das Regelwerk ja da. Aber jetzt. Fieks. Der wird der schon versuchen in die Schikane rein. Er lässt sich blicken, lässt sich nochmal blicken, kann sich nicht entscheiden, bleibt dahinter. Okay. Das ist eine schöne Kamera. Wir haben hinten weiter Totti, der ein 8 drin ist. Und ein Will. Oh Gott, da geht Fieks komplett quer durch. Und das hat den auch Zeit gekostet. 6 Zehntel. Ich glaube, das wird jetzt eher nichts mit dem Angriff. Nee. Ah, viel zu weit weg. Ja. Totti wird auch nichts. Wir haben Hack Project an Niki Lauda. Der Renault, der eigentlich als Regenauto bekannt ist, zumindest hier in der UFL. Aber kommt noch nicht vorbei. Nee. Bleibt dahinter. Zeigt sich immer mal wieder. Aber es will noch nicht. So, Fieks wieder nah an Pito. Also dritter Sektor ist Fieks seiner. Definitiv. Da hat Pito bisher scheinbar massig Probleme. Also Sachse macht seine Durchfahrtsstrafe. Wird jetzt nach hinten durchgereicht werden. So schaut's aus. So, und Fieks. Der klebt schon fast am Getriebe. Ah, beide leicht quer. Das war kurz vor der Wand, aber gut, das ist zu erwarten in Vietnam, dass es kurz vor der Wand ist. Das passiert doch öfter. Wieder zeigt sich kurz. Will dem McLaren zeigen, huhu, ich bin hier. Und ist ja, oh, der ist nah dran. Jetzt einfach sauber rausbeschleunigen, ohne Quersteher. Ja, nee, steht wieder quer.
Und das wird wieder nichts. Ist zu weit weg. Wir haben Niki Lauda gegen Sachse. Achso, Sachse, ja, mit einer Durchfahrtsstrafe. Kommt da direkt bei den beiden raus. Und jetzt schauen wir, Yokage geht an Phil vorbei, ein Stück weiter vorne. Yokage damit auf 6. Schon 5 Plätze gut gemacht. Nicht schlecht. Und so wie es aussieht, kann Niki Lauda seinen 10. Platz auch halten, ja. Aber weiter hinten, ich bin zu weit hintergegangen, hat Strider an Project versucht, hat aber nicht funktioniert. Er hat es also nicht versucht, er hat sich nur kurz sehen lassen. Hab's jetzt nicht genau gesehen. Das ist der falsche Haas. Und Fix wieder. Dritter Sektor. Direkt hinten dran. Vielleicht muss man es dann einfach mal an der Stelle versuchen. Genau, Kurve 1. Innenbahn. Lasst euch Platz, zumindest ein bisschen. Pito muss über den Curb, das wird Zeit kosten. Da, oh, die sind immer noch, okay. Immer noch Rad an Rad. Immer noch. Pito ist erstmal da vorne. Wie schaut's denn mit dem ERS aus? Sieht bei Fix noch gut aus. Okay, das ist bei beiden. Macht das absolut keinen Unterschied. Wurm und Wolfkopper, Kurve 1. Da ist Wurm vorbeigegangen. Ich glaube, Wurm war zuerst dahinter. Ich glaube, Wurm ist vorbeigegangen. Und Fix. Es wird wieder nicht reichen für die Spitzkehre. Es reicht nicht. Da bleiben beide. Oh, Pito geht weit. Oh, Pito geht weit. Und Fix ist vorbei. Fix ist vorbei. Da bleiben vor Freude direkt erstmal beide Reifen stehen beim Anbremsen. Und jetzt, wenn er seine Geschwindigkeit im letzten Sektor beibehalten kann in den SS, dann würde er jetzt erstmal davon fahren. Ja, 18, 19. Und eine Sekunde von Pito schon weg. Das ging schnell. Wir haben. Oh! Okay, Project, 5 Sekunden Strafe. Schwere Kollision mit Niki Lauda verursacht und Flügelschaden. Und Niki Lauda scheint keinen Flügelschaden zu haben, zumindest keinen starken. Okay. Ich weiß nicht, was passiert ist. Vielleicht beim Anbremsen hinten drauf gefahren. Also der Renault von Putten, der geht auch in die Box. Dann wird der auch einen Flügelschaden haben. Wir können. Ja, wir gucken einfach mal schnell nach, ob der Flügelschaden hat oder nicht. Aber das ist natürlich bitter. Das ist bitter. Ja, da wird der Flügel auch gewechselt. In der Zwischenzeit. Übel geht an Federal Racing vorbei. Das war relativ leicht, relativ einfach. Da hat sich der Ferrari auch nicht großartig gewehrt. Jetzt ist das nächste Ziel der Williams von Ricardo. Und also Pito kommt da absolut nicht hinterher. Ich weiß jetzt nicht, ob der vielleicht einen Flügelschaden hat. Aber Project wird geweint im Chat, ja. Ich weiß leider nicht, was passiert ist. Man kann da nur mutmaßen, aber das mache ich. Ricardo gerade in der Wand gefahren. Ricardo hat einen Flügelschaden. Der ist auf der. Es ist ein Knick, aber es ist eigentlich eine Gerade, sind wir mal ehrlich. Ist da in die Wand gefahren und hat jetzt Flügelschaden. Gut, das macht Flügel natürlich einfacher. Hat jetzt erstmal wieder 2 Sekunden frische Luft vor sich. Ja, Pito geht in die Box, der wird Flügelschaden gehabt haben. Bei dem Ausritt in der Spitzkehre vielleicht. Hat er die Wand berührt? Das weiß ich nicht.
Ja, damit beide McLaren mit einem nicht wirklich optimalen ersten 10 Runden, oder 7 Runden in dem Fall. Aber damit ist der Mercedes von 8 auf 3. Starke Leistung bisher. Beide Mercedes auf 3 und 5. Das kann sich das Ergebnis sehen lassen. Die beiden Haas auf 2 und 6. Auch vernünftig. Zumal Fiekes jetzt auch wirklich Dampf macht und versucht, die Lücke zur Fluppe zu schließen. Sind jetzt bei 1,4 Sekunden. Schauen, wie sich das über die nächsten paar Runden weiter verhält. Wir haben Robin, die sind im Kreisverkehr nebeneinander. Da gab es einen leichten Kontakt. Unschön und... Okay. Da kommt es ja. Seite an Seite. Bitte berührt jetzt nicht die Wand. Der Haas. Wird er rein? Sieht's ein, bleibt erstmal dahinter. Damit ist Robin auf der 6. Oder? Ja. Oder? Jetzt kommt der Gegenangriff. Okay, ah, Robin kann sich das mal behaupten. Oh, Fluppi geht in der Box. Fluppi? Fahren wir vielleicht doch einen Dreistopp im Regen? Und der Reifen baut hier einfach so schnell ab und Pito hatte doch keinen Flügelschaden? Oder hat Fluppi jetzt einfach auch einen Flügelschaden? Das ist jetzt die Frage. Da steht ein Flügel. Ach, Fluppi hat sich einen Flügelschaden geholt. Okay. Gut. Dann hat Fiekes jetzt den Monstervorsprung nach 8 Runden mit 8,5 Sekunden auf Platz 2 auf 8. Dahinter Totti, der eigentlich zuschauen wollte, ist jetzt auf P3. Wir haben Atom. Okay. Bisschen über den Körb gerattert. Atomübel gegen Twitchy, aber das. Ja, er will übel auch vorne bleiben. Sachs ist an Gandalf dran. Und P2 ist an Ryder dran. Geduldig hinterherfahren im Kreisverkehr. Sachse hatte einen guten Ausgang. Wird aber wahrscheinlich... wird nicht reichen für Gandalf. Aber Pitu. Pitu will. Pitu muss. Kommt nix in die Spitzkehre. Fährt da hart über den inneren Körb. Und hier unten wird es auch nichts werden. Totti ist an 8 dran. Hat 8 Flügelschaden. Ich sehe nichts. Hat 8 einfach nur einen Fahrfehler gemacht? Ich weiß es nicht. Man kann wieder nur mutmaßen. Aber Totti ist dran. Und Totti will seinen zweiten Platz wieder haben, glaube ich. Wobei, durch Kurve 2 verliert er viel Zeit. 1,2 Sekunden. Okay, das... Das ging dann doch schnell. Ich denke, dass wir jetzt hier nichts befürchten brauchen. Da kommt zwar auf der Geraden wieder leicht dran, aber... Ich... Ja, 16. Das geht ja hin und her hier. Oh, das sieht nach Ryder aus. Der steht da komplett... Oh, da kommt ein Red Bull, da kommt gleich noch ein Ferrari. Einfach gut stehen bleiben. Oh, ja. Okay, da kommt gleich noch wer von hinten. Zwei Stück. Und auch die kommen vorbei. Okay. Sehr gut. So logisch mir das.
In der Zwischenzeit konnte Totti auch nicht an den Mercedes vorbeigehen. Project schon wieder an der Box. Und ja, nein, müssen wir uns nichts vormachen, wahrscheinlich weder wegen Flügelschaden. Das läuft absolut nicht für den Renault-Fahrer heute. Da, also, nur ein Safety Car, welches ihn noch retten kann. Aus eigener Kraft keine Chance. Und der Haas von Fiegs macht sich aus dem ganzen aktuellen Spaß draus. Und ja, der fährt. Es wäre in der Trainingslobby. 8 geht an die Box. Vielleicht doch einen Flügelschaden gehabt und ich habe es nur nicht gesehen. Was bei mir nicht unwahrscheinlich ist. Gut, damit hat Totti seinen zweiten Platz wieder. Der andere Mercedes übernimmt Platz 3. Kein Flügelschaden. Einfach ein normaler Boxenstopp. Okay. Okay. Runde 9 an die Box. Also von Runde 9 zu Runde 10. Kann der jetzt durchfahren? Ich glaube fast nicht. Ich bin gespannt. Ich bin, weil ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Ich weiß absolut nicht, wie die Regenstrategie in Vietnam ist. Was ich weiß, ist, dass Pitu jetzt an Sachse vorbeigeht und den Gandalf direkt auch gleich mitnehmen will. Ah, Pitu hat sich eine Zeitstrafe wegen Abkürzen. Ist daher schon am Hinterrad und fährt über den inneren Körb. Okay. Pitu will, Pitu hat Lust. Eine Position dahinter, Atomübel vorbei an Sachse. Sachse geht gerade nach hinten und Pitu geht vorbei an Gandalf. Phil geht vorbei an Fluppi. Nur zwei Positionen weiter von der, schon wieder so hart über den inneren Körper. Ja. Fluppi. Kann der da mithalten? Fiegs fährt erstmal die schnellste Rennrunde. Fluppi kann mithalten mit Phil. Sachse an Übel vorbei. Okay, Übel geht auch in die Box. Damit hat sich das schon mehr oder weniger erledigt. Gehen wir wieder zu Fluppi. Der immer noch an Phil dran ist. Dunkel, dunkel. Servus, moin, willkommen. Okay, und Phil geht weiter. Fluppi vorbei. Und jetzt andersrum. Kann Phil dranbleiben? Er ist schon eine Sekunde weg. Wird schwierig. Aber nicht unmöglich. Jokage. Im Sekundenfenster von Totti, jetzt nicht mehr. Spielt eh keine Rolle ohne DRS. Und dann sind die Lücken auch schon etwas größer im Feld. Wir haben Ryder, der noch am Williams von Ricardo dran ist. Kommt um einiges besser durch. Könnte sogar schon jetzt gleich einen Angriff geben. Oh. Da ist er kurz verschwunden. Und wird das was? Ryder, Ricardo in die Spitzkehre ist in. Zieht zurück. Okay. Zieht da zurück. Okay, dann heißt das nochmal eine Runde hinterherfahren.
ist durch die SS viel, viel schneller. Und verliert da auch viel Zeit. Und übel klopft da direkt an. Der auch auf komplett frischen Inters mittlerweile ist. Der auch schon 2 Boxenstops hinter sich hatte. Ja. Übel wird sich das erstmal angucken. Ob Ryder das geklärt kriegt und wenn nicht, dann muss er das selber machen. Geht an Phil vorbei. Auf der langen Geraden. Da, oh, da gehen die zu dritt und da hat's gekracht. Ich glaube, Ryder hat keinen Flügelschaden. Wie schaut's bei Atomübel aus? Schaut auch gut aus. Ja, da ist er. Sind ja fast zu dritt in die Kurve marschiert. Weiß nicht, was man sich davon erwartet hat. Vettel Racing, Auslaufzone hinten, Spitzkehre. Ich glaube, der hat auch Flügelschaden vorne. Ja, und zwar deutlich. Das heißt, es geht in die Box für den Ferrari. Phil geht... Oh! Ja. Und Pitu muss jetzt eine Runde mit Flügelschaden fahren. Und dann geht's in die Box für ihn. Letzte Kurve schmeißt er sich... Oder noch vor der letzten Kurve schmeißt er sich an die Wand. Regen auf der Schmutzstrecke. Ich verstehe nicht, was so viele Leute gegen Regen haben. Und vor allem gegen Vietnam. Ja, Vietnam ist eine wunderschöne Strecke. Und Regen geht immer. Sind wir mal ehrlich. Also wir haben jetzt Ryder, Vettel Racing in der Box. Wir hatten noch einen in der Box. Der, glaube ich, den ich verpasst habe. Ja, Phil. Und jetzt haben wir Wolfkopper gegen Twitchy. Das Schwesterteam gegen den großen Bruder. Wir haben von um P4. Ja, der Ausgang war schlecht. Das kann Wolfkopper vergessen. Wir haben weiter vorne Fluppy gegen Robin. Auch da ist erstmal nichts passiert. Was haben wir noch? Wir haben vorne um P2 Yokage gegen Totti. Totti holt sich jetzt neue Inters. Wir. Oh. Hm. Gut. Ich würde dann mal so ganz frech behaupten, das war's für P2. Da geht. Pitu, oh, jetzt haben wir einen VSC. Und Twitchy fährt den Pitu hinten drauf. Pitu geht DNF in den SS und Twitchy kann nicht mehr ausweichen. Oh, 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 oh. Das muss nicht sein. Ja, viele können das jetzt nutzen. Pass auf, übel. Jawohl. Ricardo, pass auf. Jawohl. Niki Lau. Niki Lauda fährt seinem Kollegen hinten drauf. Man kriegt eine 5-Sekunden Strafe für schwere Kollision mit Twitchy. Obwohl Twitchy DNF ist. Okay. Ja, muss ich nicht verstehen. Das, ja. Twitchy ist DNF. Und trotzdem meint man dem anderen Red Bull einfach so eine 5-Sekunden Strafe zu geben. Ja, warum denn nicht? Macht ja auch nur Sinn. So, jetzt hatten wir aber einige in der Box während des VSCs. Totti war in der Box. Frage nicht. Wir hatten Robin in der Box, wir hatten Phil in der Box, wir hatten Sachs in der Box. Wir haben jetzt Wurm und Niki Lauda in der Box. Gut, Niki Lauda ist klar, der hat sich gerade einen Flügel komplett zerdeppert.
Wir haben... Was hat Phil für eine Strafe? Eine Durchfahrtsstrafe. Okay. Wahrscheinlich zu schnell an dem VSC gewesen, habe ich nicht gesehen. Sektor 1, da steht... Oh, der Phil, pass auf. Sektor 1 stand ein Alfa Romeo. Und ich tippe einfach mal, dass das der von Ryder war. Oder? Schauen wir mal. Ja, war der von Ryder. Schön, dass ich doch noch so einige Sachen mitbekomme. Gut für mich selber. Robin, wegen seiner Reifen. Ja, ein frischer Reifen, was laber ich. Gut, Yukage geht noch... Oh, Phil geht nochmal an die Box. Ach, Durchfahrtsstrafe. Meine Güte. Naja, manchmal habe ich es aber auch. So, und damit befindet sich 8 wieder auf Position 3. Nach... Er hatte... Ne, der hatte keinen Flügel geschossen. Der hat einfach nur einen Boxenstopp. Und jetzt haben wir Mercedes auf der Runde 4. Starke Nummer von den Silberfallen. Und jetzt... Weil wir jetzt lange nicht mehr darüber gesprochen haben. Einfach weil da vorne nichts passiert. Aber wir haben Fiegs. Mit satten 36 Sekunden Vorsprung. Vor P2, vor Fluppy. Gut, Fiegs muss noch an die Box, klar. Aber das ist mal eine Hausnummer. Geht er jetzt sogar schon in die Box? Ja, Fiegs geht jetzt an die Box. Ja, ganz sauber in die Box. Da wird auch... Da hat er... Boxenstopp brauchen wir uns nicht angucken. Da wird nichts passieren. Der hat so einen Vorsprung. Gehen wir lieber auf Gandalf gegen Phil drauf. Der da über den inneren Körper rattert. Und jetzt eventuell sogar die Gegenattacke von Phil kommt. Eventuell. Vielleicht. Man weiß es nicht. Ja, doch, die wird kommen. Oder ob es auch reicht, ist was anderes. Gandalf, ja, er versucht es erst gar nicht. So, Fix ist gerade aus der Boxenausfahrt gefahren. Schauen wir gleich mal, was der Abstand zu Fluppy sagt. Eigentlich braucht man da nur hinstellen, der ist groß, das reicht. 15 Sekunden, 16 Sekunden, ja, okay. Also, groß. Das ist der Wahnsinn. Totti an Yukage dran. Und nach knapp über der Hälfte des Rennens kann man auch sagen. Bisher Wolf Cooper, der ganz große Gewinner, obwohl der gerade in der Box ist. Heißt, er wird jetzt auch wieder verlieren. Und damit ist der Einzige, der noch nicht an der Box war, Ricardo. Wir haben einen Hack Project, der schon dreimal in der Box war. Also, alles dabei. Von gar nicht bis dreimal. So, Totti. Durch den Kreisverkehr. Nicht den besten Ausgang erwischt das. Braucht er nicht mal drüber nachdenken, jetzt einen Angriff zu starten. Das macht keinen Sinn. Und dann sind die Lücken auch schon relativ groß. Alles über eine Sekunde. Keiner, der im trockenen potenziell DRS gehabt hätte. Gut, dann gönnen wir dem Führenden doch einfach mal ein bisschen Screentime. Das hat er sich verdient. 21 Sekunden Vorsprung auf P2. Wenn da nichts Großes mehr passiert, dann ist der da... Ja, das muss der nur noch nach Hause fahren. 21 Sekunden, einfach nichts Dummes machen. Nicht irgendwie dann in der letzten Runde meinen, auf Stadtziel zickzack zu fahren, um den Sieg zu feiern. Und dann ist das durch. Könnte sogar eine schnellste Runde jetzt werden. Lila ersten Sektor hat er. Gut, der ist jetzt auch für seine Verhältnisse auf perfekten, frischen Intermediates. Aber wir gehen jetzt auf Federal Racing, der mit Ricardo dran ist. Ja, tut mir leid, Fiegs.
Muss auch jetzt irgendwann mal reichen. Hast du jetzt eine halbe Runde, warst du kurz drauf und dann war's jetzt. Mach was Interessantes und dann kommst du wieder. Ja, Vettel ist da um. Er kann da viel, viel schneller. Er kann da viel, viel schneller. Gut, Ricardo muss auch eigentlich noch in die Box, aber der will nicht. Der ist jetzt schon von Beginn an auf den Inter unterwegs. Der muss doch langsam mal nicht mehr fahrbar sein, sagen wir es mal so. Der ist tot. Oh Gott im Himmel, Vettel. Aber knapp, aber gut gefahren. Fahrzeugkontrolle ist... Ja. Ich wollte sagen, Fahrzeugkontrolle ist down. In dem Moment schmeißt er es an die Wand. Oh, wir haben hinten Geld. Ist das der Wurm, der sich da gedreht hat? Ja. Wurm hat sich gedreht. Oder wurde gedreht, ich weiß nicht. Fix jetzt mit der schnellsten Rennrunde. 1,51,3. Gut, dann gehen wir jetzt auf Übel gegen Gandalf. Er geht zum Platz 9 und somit 2 Punkte. Ansonsten, Totti könnte eventuell gleich an Lukage dran sein. Ist auch jetzt im Sekundenfenster. Aber das reicht noch nicht, um anzugreifen. Übel pusht. Hat er dann Quersteher beim Rausbeschleunigen? Der will. Der hat auch die Pace, um ein Stück weiter vorne zu sein. Fährt eine sehr schöne Linie. Der Hälfte des Autos über den Curb. So. Jetzt ist er dran. Okay, Gandalf da. Weiß ich nicht. schöner Quersteher beim Rausbeschleunigen. Der ist jetzt nah dran, wenn er hier gut rauskommt. Was er macht. Und jetzt. Oh, Vettel Racing ist raus. Vettel Racing ist DNF gegangen. Ach, ich glaube, der ist in der. Ist er aus dem Auto gestiegen? Ich glaube, er ist aus dem Auto gestiegen. Bin da jetzt aber nicht sicher. Ich glaube, der ist aus dem Auto gestiegen. So, jetzt Übel gegen Gandalf. Ist da auch schon vorbei. Gandalf wird da auch zurückstecken, denke ich mal. Der ist clever. Genau. Sehr schön. Und 8 ist nochmal an der Box. Also 8, der wird kein Flügelschaden haben, oder? Der fährt eine gewollte 2-Stopp. Ja, genau. Der fährt eine gewollte 2-Stopp. Gut, damit ist Yokage auf 3. Allerdings Totti im Nacken. Totti konnte die Lücke da wieder zufahren. Und wird jetzt versuchen, an den McLaren vorbeizugehen. Ach, ja. Nee, der McLaren wird versuchen, an den Mercedes vorbeizugehen. So. Ja, für jegliche Fehler bin ich nicht zu haften. Ist auch aktuell das einzigste Duell auf der Strecke. Ja, genau so ist es. Das heißt, wir können hier erstmal draufbleiben. Durch den Kreisverkehr. Das sah. Das ist 18. Die Lücke ist zu groß. Jetzt ist Ricardo das erste Mal in der Box. Im ERS. 50% bei Totti. Und bei. Ah. Unter 20 jetzt bei Totti. Gut, jetzt geht's hoch im Anbremsen. Also Yokage hat da mehr, um sich zu verteidigen. Wird also tendenziell eher schwierig für Totti. Ricardo ist jetzt auf 15 und wird
auf der Position sein Rennen dann fortführen. Ja, das war nicht sauber durchfahren von Totti, hat ein paar Zehntel verloren. Ich denke, dass Fluppi, ja, Fluppi muss auch nochmal in die Box. 8 Runden. Kriegt der den Inter so lange gezogen? Oh, Totti. Ah, der McLaren und der letzte Sektor. Ich glaube, das sind nicht die größten Freunde. Da stimmt was mit dem Auto nicht. Das hätte man vielleicht nochmal überprüfen lassen. So. Was haben wir noch? Wir haben Phil, der ein bisschen etwas nahe dran ist, aber ist über eine Sekunde. Also nichts Weltbewegendes. Was für mich heißt, mal wieder Zeit, den Führenden zu zeigen, der da einen schönen Quersteher hatte. Kaum ist er im Bild, macht er sowas. Ja, ganz souverän. 26 Sekunden Vorsprung vor P2 und ich bin der Meinung, dass P2 nochmal so Fluppi in die Box muss. Das heißt, aktuell sind es nur 36 Sekunden. Also, ist ja nichts. Und im Feld ist alles so weit auseinander teilweise. Da habe ich gesagt, und Hack Project ist an die Kilauto dran. Letzte Kurve. Weiterbogen. Komplett ohne Risiko. Fährt da außerhalb des Windschattens. Vielleicht um den Motor zu kühlen. Ich weiß es nicht. Ja, und Fluppi geht an die Box. Also Fluppi und 8 sind die beiden, die eine gewollte 3-Stopp fahren. Oder hatte Fluppi Flügelschaden? Ich weiß es nicht, ob Fluppi am Anfang Flügelschaden hatte. Bin ich mir jetzt unsicher. Aber jetzt. Project gegen Niki Lauda. Wird das schon hier unten versuchen in die Schikane? Ich glaub's nicht. Nee. Weiß er nicht, ob er es geschafft hätte. Wer hätte er gewollt? Und wieder dasselbe Spiel. Durch den Kreisverkehr versuchen, einen guten Ausgang zu erwischen. Gute Traktion mitzunehmen, Schwung mitzunehmen auf die unfassbar lange Gerade. Und Phil ist an der Box. Phil ist an der Box. Ja, das wird hier eh nichts für. Project ist zu weit weg. Ich gehe mal davon aus, dass ich Phil einen Flügel holen muss. Nee. Er war noch nicht lange. Er war doch jetzt echt nicht lange auf dem Inter draußen. Weiß nicht, warum der sich da schon wieder einen neuen Satz holt. Aber er wird's wissen. Er ist der Fahrer, nicht ich. Er weiß, wie das da draußen abgeht. Er wird wissen, was er macht. Also bleibt's dabei. Project an Niki Lauda. Wir haben. Okay, es hat sich ja gelohnt, für den Phil in die Box zu fahren. Denn der Ast kommt raus und ist DNF. Und wir haben ein komplettes Safety Car. 6 Runden vor Schluss. Schmeißen die uns jetzt nochmal ein Safety Car davor. Okay. Gut, ist jetzt schlecht für die Fahrer. Oder auch gut, kommt drauf an, zu wem man hält. Und ein Wurm hat. War zu schnell und im Safety Car, Durchfahrtsstrafe. Zu wem man hält und wem man unterstützt. Und wenn sich das ein Fahrer anguckt, Wolf Kopf hat 10 Sekunden Strafe wegen Abkürzen oder zu weit neben der Strecke, was auch. Sachse, zu schnell unter dem Safety Car, jetzt geht's aber los. Oder Totti an der Box. Robin an der Box. Ja. Also für einige gut, für andere schlecht. Für Fix, schade. Der Vorsprung war groß, jetzt ist er quasi gleich nicht mehr vorhanden. Aber ich denke. Ja, ich denke, der wird trotzdem die Pace haben, um da seine Führung zu behaupten. Der hat da durchgehend ausbauen können. Ja, wir haben 4 in der Box. Übel, Sachse, Robin Totti, Wolf Kopper auch in der Box. Vettel Racing hat die Session verlassen. Ja, Fix hat Spaß und geht noch ein bisschen quer beim Kurvenausgang.
Für die Fans, sagt man da so schön. Gut, und dann schauen wir mal, wie das hier nach dem Safety Car aussieht, wenn die Fahrer eingesammelt sind. Wo sich eventuell der ein oder andere Überrundete wiederfindet im Feld, wenn der da zwischen mehreren ist. Oh, und Fix geht an die Box. Und der hat ja Zeit zum Abwinken. Nochmal neue Intermediate-Zone für die letzten paar Runden, die dann unter Grün gefahren werden. Und dann Gas geben. Mercedes auf 2 und 3. Das ist stark. Super Ergebnis. Aber dahinter lauern Fluppy und Totti und ja, der Rest des Feldes. Oh ja, Project Niki Lauda gehen jetzt auch nochmal an die Box. Genauso wie Wurm. Ja, und Fix kommt raus. Wenig überraschend, immer noch in Führung. Wer hätte das gedacht bei einem Vorsprung von, 40 Sekunden, 45 Sekunden. Und jetzt würde ihn das Safety Car aufsammeln. Da ist es. Das Safety Car, welches für die nächste Saison, sprich 21, ausgetauscht wird durch einen Aston Martin. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, schaut euch den an, der ist schön. Project taucht schnell unter dem Safety Car. Haben wir doch jetzt einige, die da zu schnell waren. Wir haben drei Leute, die noch eine Durchfahrtsstrafe antreten müssen. Und die sind auch nicht unterm Safety Car machbar. Das heißt, die müssen warten, bis grün ist, um dann die Durchfahrtsstrafe zu machen. Das bedeutet, ich weiß nicht, ich denke mal, die letzten drei, vier Runden werden unter grüner Flagge sein. Also, das Rennen ist gelaufen. Das ist keine Chance. Wolf Körper 10 Sekunden, weil er einmal zu weit außerhalb war. Ich gehe mal davon aus, mehr als nur einmal, aber 10 Sekunden ist schon hart. Ja, und jetzt haben wir hinter Fix einen Williams. Ich bin auf dem falschen drauf. Obwohl, gucken wir uns die Stops gleich an. Den Williams von Ricardo, der überrundet ist. Und da ist noch ein Renault von Hack Project dahinter. Da ist noch ein Niki Lauda dahinter. Oh, da ist... Ja, also du hast Fix, dann hast... Wir tun einfach mal so, als hätten wir das jetzt nicht gesehen, okay? Also du hast Fix, Ricardo, also du hast Fix als Führenden, klar. Dann hast du... Was geht denn hier ab? Warum überholen die sich? Ach, Project gerne die Box. Okay, also dann Ricardo, Niki Lauda ist überrundeten. Zwei Fahrer, die dazwischen sind. Und dann kommt erst der Mercedes von Yokohama. Das heißt, Fix hat sogar noch einen Puffer von zwei Autos. Das braucht er wahrscheinlich nicht, aber er hat's. Das ist der Wahnsinn. Das ist natürlich ärgerlich für den Mercedes. Weil, also... direkt attackieren geht halt absolut nicht, wenn da zwei Autos im Weg stehen, die dann, sobald es grün wird, eine blaue Flagge gezeigt bekommen. Aber so ist das. Die dürfen sich hier leider nicht zurückrunden, weil nicht programmiert, weiß ich nicht. Ist leider dumm gelaufen. Und wir haben... Also... Kage mit einem Stopp. Genauso wie Gandalf, Ryder und Ricardo. Der aktuell Führende, was das betrifft, ist Project 5. Der gute Renault war schon 5-mal an der Box. Und das ist jetzt in einem Fenster von 24 Runden doch relativ viel. Und man sieht auch noch schön auf der Karte und das Feld, das Feld ist noch verteilt. Ist das?
grammatikalisch richtig? Das Feld? Ich glaube schon. Also das Feld ist noch verteilt. Der aktuell letzte, der aufholen muss, ist das Ryder. Das ist Ryder. Ich weiß aber nicht, ob das Safety Car auf den warten wird. Wolf Kopper ist da auch noch völlig allein unterwegs. Fluppy, ja, der ist mittendrin schon dabei, dann ist das Wurm, den ich gesehen habe. Gut, aber ich bin gespannt. Also, wahrscheinlich Safety Car in Runde 25 rein. Und dann haben wir noch 3 Runden unter Grün, auf die wir uns alle freuen können. Wir haben wir haben Project in der Box für seinen 6. Der hat richtig Spaß. Also absolut nicht, aber ne? 6 Boxenstops. Das ist viel. Die 5 waren schon viel. 6 ist, wer in Mathe aufgepasst hat, noch mehr. Ist natürlich gut für den Mercedes. Nee, ist nicht gut für den. Ist egal für den Mercedes, der war da eh nicht mit. Aber ist gut. Der war da wahrscheinlich mitten im Feld. Er ist überrundet, da hätte Ebelauflage bekommen. Und ist jetzt einfach zur Seite gefahren. Das heißt, er wird da keinen im Weg stehen. So, Ryder ist jetzt erst auf Start und Ziel. Während das Safety Car jetzt schon auf dieser unfassbar lang geraden ist. Und wir haben auch keine Wetterveränderung gesehen in dem Rennen. Komplett Intermediates. Ja, Safety Car diese Runde in die Box. Schade für Ryder. Der guckt noch im Kreisverkehr rum. Der wird wahrscheinlich es nicht mehr schaffen aufzuschließen. Oh Gott, Jungs. Fahrt hintereinander, das ist ein Safety Car Restart. Entspannt euch. Dann noch nicht hier überholen, so funktioniert das nicht. Peaks darf jetzt das Tempo vorgeben. Der wird das Safety Car erstmal fahren lassen. Ah, okay. Der Haas von Phil aus der Box, kalte Inters. Kam das Heck. Und dann kam deine Wand. Schade für dich. Da waren Punkte drin. Ich glaube, da waren Punkte drin. So, und Gas geben. Und Fix ist weg. So, machen die beiden jetzt direkt Platz? Das ist jetzt die Frage. Ayoka, komm dann. Aber man hat auch hinter Yokage direkt Aid mit dem besseren Inters und dahinter Fluppy mit dem besseren Inters, der sich da vielleicht noch was erhofft. Der da ein Podium schnüffelt. Aber wir schauen. Wir schauen auf Yokage, der. Ja, Fieks, 5 Sekunden. Ne? Da hat sich schon geklärt. Ich glaube, da brauchen wir nicht mehr drüber diskutieren, was da passiert. Und hier ein Dreikampf. Um P3, 8, Fluppy, Totti. Schön. Ja, vorne werden blaue Flaggen geschwenkt. Schauen wir mal, ob sie sich auch daran halten und Platz machen. Aber das sieht nicht dann aus. So, Fluppy. Spitzkehre in, zieht zurück. Wird nichts. Bleibt erstmal dahinter. Knapp dahinter. Wir haben jetzt hat der Red Bull Platz gemacht. Gut gemacht von Niki Lauda.
Der wird jetzt gleich alle vorbeilassen müssen. Da, guckt ihr das an, wie sie da alle kommen. Oh, wer hat's da weggeworfen? Fluppi hat sich gedreht. Gut, dann war's das mit seinen Podiumträumen. Ich weiß nicht mehr, wer auf Fluppi Sieg getippt hatte vorhin. Außer mir natürlich noch. Aber das wird nichts mehr. Unwahrscheinlich, nennen wir es so. Ich weiß nicht komplett, ne, Formel 1 und alles, aber unwahrscheinlich. So, der Williams, der Wurm war zu schnell in der Box. Okay. Sachse wird gerade seine Durchfahrtsstrafe absitzen. Und der Williams von Ricardo ist da immer noch vor Yokage. Aber ist auch außerhalb des Sekundenfensters für blaue Flagge. Also gut. So. Ah, ne, der war in der Box. Das ist in Ordnung. Wir haben Gandalf an Robin dran. Und dahinter ist direkt Übel. Der da vielleicht auch noch seine Chance riecht, 1-2 Position zu gewinnen. Wählt da eine weite Linie. Oh, Robin mit leichten Problemen am Ausgang? Fragezeichen. Aber der wird da nicht geschluckt werden. Da muss er. Muss er Gandalf nach hinten gucken als nach vorne. Denn Übel ist schnell. Und der versucht's auch. Oh, da gibt's einen Kontakt. Und dann gehen beide über den Körper. Ich hoffe einfach mal, dass es Duellenkämpfe geschaut hat. Also bei dem Alphatauri wahrscheinlich eher weniger. Aber bei dem Renault genauso. Ich hoffe, dass da alles okay ist. Ja, also. Wir hatten Safety Car Restart vor ein paar Runden und Fix hat schon 10 Sekunden rausgefahren. Das ist stark.